Shut up, John. Hallo, Kartoffelfreunde. Und willkommen zu einer Runde Call of Duty Advanced Warfare. Ich spiele eine Runde Team Deathmatch und ich, ihr wollt eigentlich mal meine Eindrücke zu diesem Spiel kundtun. Und zwar, das Ding ist, dieses Spiel ist so unglaublich schnell, das ist unglaublich. Also, die Call of Duty ist ja allgemein schnell. Das Spiel ist schnell. Sehr schnell. Und, dieses Call of Duty ist durch dieses... Es ist erstmal was anderes, ja. Und das ist... Ja, es laggt ein bisschen, weil ich aufnehme. Okay. Ich bin zwar nicht der Beste, ist auch scheißegal, interessiert auch keinen. Aber, dieses Spiel ist einfach so unglaublich schnell durch das, durch dieses Jetpack. Es ist noch schneller als die anderen Call of Duties bis jetzt. Und es ist einfach extrem schwer, Gegner einfach auszuschalten. Also, es war halt schon immer relativ schnell, also ordentlich, nicht so wie Battlefield. Battlefield ist ja eher so ein langsamer Shooter. Und, also für mich, glaube ich allgemein. Und auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall mal was anderes, das Call of Duty. Die Maps sind nicht mehr so gigantisch wie, wie bei Ghosts. Es ist unglaublich. Ich werde nie wieder dieses Spiel aufnehmen. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist an sich in Ordnung. Es ist, spielt sich eigentlich wie die anderen Call of Duties auch. Ich fand Call of Duty bis jetzt... Oh man, ich fand Call of Duty bis jetzt nie schlimm oder so. Wow, ich nehme auf und gleich erstmal 04. Ich habe extra ein Spiel gemacht vorher, um zu gucken, wie es läuft, aber hat wohl nicht so einen großen Unterschied gemacht. Es ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes als vorher. Es erinnert mich sehr, sehr, sehr an... Es erinnert mich sehr, sehr, sehr an Titanfall. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Titanfall ist halt auch sehr viel mit diesem Jetpack zu tun gehabt. Und dadurch war es halt auch extrem schnell. Boah. Und was mir aufgefallen ist, die Maus lässt sich ziemlich komisch bewegen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob man das irgendwie einstellen kann oder so. Weil ich finde die Maus ganz, 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 ganz komisch. Also es ist halt so... Ich weiß nicht, wenn ich... Das muss man selbst gespielt haben, um es verstehen zu können, aber ich kann es mal versuchen zu erklären. Wenn man jetzt irgendwie die Maus langsam bewegt, dann bewegt man sich auch dementsprechend langsam. Und wenn ich dann ein bisschen schneller bewege, dann ist sie aber extrem schneller. Also sie wird exponentiell schneller. Und das ist irgendwie total gewöhnungsbedürftig. Also das hatte ich bis jetzt zum Beispiel noch nicht. Aber was ich ganz cool finde, sind die neuen Granaten. Die sind richtig ordentlich. Also die Granaten sind richtig ordentlich. Die kann man halt jetzt mit so einem... Es hat sozusagen jeder einen Noob-Tube. Man kann damit, glaube ich, auch Leute direkt abschießen und die kriegen dann auch auf die Fresse. Oder kriegen zumindest Schaden. Das weiß ich. Und die fliegen auf jeden Fall richtig schön weit. Und man kommt damit ganz ordentlich. Und die hauen auch wieder rein. Nicht so wie bei Black Ops 2. Da hatten wir eine Semtox. Eine Sandbox. Hat ja einfach nichts getötet. Konnte man wirklich neben einen schießen oder werfen und es hat nichts gebracht. Und jetzt hauen die wieder ordentlich rein. Da kannst du auch wirklich auf Distanz stehen und ordentlich Schaden kriegen. Meistens ist es auch tödlich, wenn man da steht. Außer man hatte dieses Perk drin, dass man weniger Schaden kommt. An den Perks hat sich nicht wirklich viel geändert. Es gibt halt immer noch diese Standard-Perks wie halt eiskalt und Co., dass man halt nicht aufgedeckt werden kann und so. Aber dazugekommen ist jetzt neu dieser Exo-Anzug. Und dadurch kann man jetzt sich, glaube ich, eine von 4 oder 5 Fähigkeiten aussuchen. Das ist einmal, dass man schneller wird für kurzen Zeitraum, dass man unsichtbar wird. Man kann ein Schild
benutzen und noch was, aber ich. Na, ich weiß gerade nicht, was das letzte war. Auf jeden Fall, das schneller habe ich mir ganz ausgesucht, weil das für mich am sinnvollsten ist. Beziehungsweise am meisten bringt. Das Schild vergesse ich eh immer, beziehungsweise ist für mich nicht so von Vorteil und ich will dadurch einen Vorteil haben. Und das Unsichtbar ist meiner Meinung nach relativ sinnlos. Da man eigentlich, wenn man sich bewegt, sogar noch leuchtet. Also man fällt sogar noch auf, wenn man dieses Unsichtbar-Dings hat. Wie ihr da jetzt gerade, warum zeige ich meinen Finger drauf, wie ihr da gerade gesehen haben könnt, ist mein Teammate sogar noch sichtbarer gewesen als vorher. Und daher denke ich einfach, ja, nee, lassen wir das einfach dabei, bei diesem schnell. Ich meine, da bin ich schneller unterwegs. Ich bin schneller unterwegs und leichter zu ficken, wollte ich sagen, aber das hat dann ja nicht so funktioniert. Ist da nicht gerade einer langgelaufen? Da war er doch. Aber an sich vom Ding her ist das Spiel relativ, ich finde es in Ordnung. Ich habe bis jetzt eh, ich weiß nicht, warum immer alle diese CODs geframed haben und so, mich hat es eh nicht gejuckt. Ja, ich habe jetzt hier nur ein mickriges 8:12. Ich spiele es aber, ich habe noch nicht viel gespielt. Ich werde auf jeden Fall vielleicht noch ein, zwei Videos machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert das Video. Und das war jetzt erstmal meine Meinung zu Call of Duty Advanced Warfare. Ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.